Ja, verehrte Kollegin Matuschek, ich bin wirklich entsetzt und das meine ich ganz ehrlich. Also ob jetzt die Rede lustig war oder nicht, darüber kann man sich ja streiten. Aber hier Behauptungen in den Saal und wirklich vor der Berliner Öffentlichkeit zu verbreiten, die wirklich bar jeder Kenntnis der Praxis sind, das ist ein echtes Unding, muss ich Ihnen mal ganz klar sagen. Und ich will das gerne jetzt belegen, weil es, glaube ich, an der Stelle nichts stehen bleiben kann, dass Sie behaupten, erste Feststellung, wir würden das legale Spiel oder vielleicht auch noch insgesamt den Berlinerinnen und Berliner Spielspaß Spannung verbieten. Dem ist nicht so, Kollegin Matuschek, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe persönlich, und wir haben das sehr intensiv beraten, dafür gesorgt, dass in diesem Gesetz das Stichwort Zuverlässigkeit exklusiv und ausdrücklich auch für alte Betreiber betrachtet wird. Und das heißt, Kollegin Matuschek, vielleicht sollten Sie mal einmal in Ihrem Leben eine solche Razzia begleiten, damit Sie das reale Leben kennenlernen. Und für eine Linksfraktion kann ich nur sagen, es ist unterirdisch und peinlich, hier solche Dinge zu verbreiten. Dann wüssten Sie nämlich, was es an illegalem Glücksspiel in der Stadt gibt und könnten das mal live erleben. Es gibt die meisten Betreiber von Spielhallen, wenn wir die normalen Routineuntersuchungen machen, wenn die durchgeführt werden, die Beanstandungsquote, Kollegin Matuschek, liegt bei 80 bis 95%. Das heißt, nicht einmal jeder fünfte Betreiber hält sich an Recht und Gesetz. Es ist ein Unding, dass die Linke so etwas schön findet, wenn sich wirklich nicht mal 20% der Betreiber an Recht und Gesetz halten. Wir haben dafür gesorgt, und es ist gut, dass wir dafür sorgen, dass für die Auswahl von verbleibenden Spielhallen gilt, wer sich an Recht und Gesetz hält, der hat verdammt noch mal eher das Recht, eine Spielhalle aufzuhalten, als irgendjemand, der ständig Gesetze und Verordnungen bricht. Und das ist die Realität, meine Damen und Herren. Da kann man wirklich ärgerlich werden, wenn Sie sowas hier verbreiten. Es kommt dazu, dass Sie hier an anderen Stellen mit dem, was übrigens Ihre Fraktion, sogar Sie persönlich, Frau Matuschek, vor 5 Jahren im Abgeordnetenhaus beschlossen haben, nämlich das eigentliche Spielhallengesetz, dass wir hier jetzt weiter reformieren und novellieren, wo es notwendig ist, um die Entwicklung der Spielbranche zu besichtigen. Und wir erleben eines, dass es eben nicht so ist. Vielleicht sind Sie da, ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, in der Vergangenheit stehen geblieben. Die Zeiten sind lange vorbei, wo jemand vor dem Spielgerät sitzt und da im Groschengrab einfach Groschen reinschmeißt. Heute laden Sie gepflegt den 50-Euro-Schein rein. Den 50-Euro-Schein, Kollegin. Und das ist eine andere Qualität von Spiel, die hat sehr wenig mit Unterhaltung zu tun. Die hat was damit zu tun, dass dort Millionen und Milliarden Umsätze gemacht werden. Und zwar auf Kosten von spielsüchtigen Menschen. Und dass die Linksfraktion, wenn ich mir das anschaue, was Sie hier verargumentieren, wir werden ja noch 2 Ausschussberatungen haben, im Stadtentwicklungs- und im Wirtschaftsausschuss. Wenn das die Haltung der Linksfraktion bleiben wird, dann können Sie mir glauben, ich werde persönlich die Plakate in Berlin aufhängen, den Berlinerinnen und Berlinern sagen, die Linksfraktion hat kein Problem damit, dass eure Geschäftsstraßen, eure Erholungsstraßen, wo immer ihr langläuft, von Spielhallen dominiert sind, wo keiner mehr leben möchte, wo keiner einkaufen möchte. Es zieht mir wirklich die Schuhe aus. Ich kann Sie nur inständig bitten, das zu reformieren und dass vielleicht Leute, die ein bisschen Ahnung, letzter Satz, Kollege Matuschek, Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben und ein Gesetz lesen können, sich das mal ernsthaft anschauen in der Linksfraktion, sich die Substanz angucken und dann auch sagen, das ist sehr unterstützenswert, was hier von der Koalition vorgelegt wird. Der Kollege Behrendt hat es dankenswerterweise schon gesagt, es ist ein sehr vernünftiges und sehr weitreichendes Gesetz. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Buchholz. Möchten Sie replizieren? Bitte, Frau Matuschek. Herr Buchholz, das ist ja das Problem, dass Sie in Ihrem Eifer nicht mehr in der Lage sind, zu differenzieren. Wir haben überhaupt nichts gegen Regeln bei den legalen Spielstätten, die auch eingehalten werden müssen. Da haben wir das Spielstättengesetz gemeinsam beschlossen. Diese Regeln müssen umgesetzt werden. Das, was Sie beschreiben und in Ihrem Eifer auch wieder hier an die Wand gemalt haben, sind aber in den meisten Fällen und zwar in den überwiegenden Fällen die illegalen Spielstätten. Und da haben Sie ein Vollzugsproblem und das können wir nachvollziehen in den vergangenen 4 Jahren. Dort in den sogenannten Café-Casinos, wo keiner hinkommt und das kontrolliert, findet illegales Glücksspiel statt, findet auch keine Besteuerung von Glücksspiel statt, wie es in den legalen Spielhallen eben auch stattfindet. Dort ist das Problem, dass da Leute reingehen können und sich dort um Kopf und Kragen wegspielen. Und das ist das, das ändern Sie durch dieses Gesetz nicht einen Millimeter. Und dann haben wir außerdem noch die vielen Wettbüros.
Ich fand das ja auch lustig, der Tagesspiegel kam ja auch auf die Idee, der Losentscheid, das wäre ja schon wieder ein Grund für ein Wettbüro. Also die Wettbüros haben Sie auch nicht in Ihrem Fokus. Und Sie setzen hier ein Gesetz an, Sie setzen hier ein Gesetz an mit einem Eifer, der wirklich weit, weit über Ihr Ziel hinausschießt, weil Sie das Ziel gar nicht mehr im Auge haben. Das Ziel muss doch heißen, die illegalen Spielstätten zu bekämpfen, aufzulösen. Und das Ziel muss außerdem, und zwar als allererstes oben anstehen, die Spielsucht bekämpfen. Und die Sucht, und deswegen habe ich es vorhin in meiner satirischen Rede auch gesagt, Alkoholsucht bekämpft man nicht, indem man den Alkoholverkauf unterbindet. Spielsucht bekämpft man nicht, indem man die legalen Spielstätten auf ein Zehntel ihrer Anzahl reduziert. Die Suchtprävention ist ein ganz anderes Thema, als Sie in Ihrem Gesetz auch überhaupt nur angerissen haben.